Tja, hallo Kinder. Nach der Sendung mit der Maus geht's nun also weiter heute, am Montag, mit der 4. Folge vom kleinen Vampir. Ich hoffe, ihr habt den Schulanfang einigermaßen gut überstanden. Das ist ja meistens nicht so einfach, gerade wenn man Ferien hatte und vor allen Dingen, wenn Weihnachten war. Wie fandst du das heute? Doof. Wieso? Anstrengend, hä? Warst müde? Habt ihr denn was Neues gelernt heute, Tinker? Das Mal. Das Mal? Beim Rechnen? Ja. Ja. Ach, und du hast mir ja eine Rechenaufgabe gegeben. Ist das auch mit Mal nehmen? Genau. Hat sie mir gegeben. Hier so Zahlen drauf. Oh, 11 mal 10, 12 mal 100. Kannst du das auch schon selber? Nein, ich wollte nur gucken, wie viel rauskommt. Nee, nein, dann nehme ich lieber ein Buch. Das kann ich im Moment noch nicht so. Ich habe das auch verlernt. Ich muss immer einen Taschenrechner dafür haben. Ja, Vampir. Noch etwas ist ja passiert. Was ist denn mit deinem Zahn los, Tinker? Der Rackel. Und wieder wackelt, den kannst du ja bald schon senkrecht stellen. Der fällt bestimmt bald raus. Und was kommt dann für ein Zahn? So ein großer, langer, spitzer? Würde ich gern. Möchtest du gern so einen Vampirzahn haben? Ja, ich möchte auch gern einen Vampirzahn. Aber dann siehst du immer so aus und kannst gar nicht mehr richtig reden. Ich möchte zwar nicht so, aber so einen Zahn möchte ich nicht. Aber ich möchte gern einen Vampirzahn, einen richtigen Vampirzahn haben. Ja, das möchten sicher einige. Pass auf, heute passiert was ganz Schlimmes. Heute wird nämlich der Umhang von dem Rüdiger gewaschen. Und warum ist das schlecht? Weil das Flugpulver da rausgeht, dann kann man nicht mehr fliegen. Richtig, man kann nämlich nur fliegen, wenn man Flugpulver hat und einen Vampirumhang. Und ihr kommt ja wohl kaum auf die Idee, dass man ohne das fliegen kann. Hat jemand von euch ein Flugpulver mit einem Flugumhang mit Flugpulver? Ne? Meinst du, die haben einen? Nee, hat nämlich kein Mensch. Und deswegen könnt ihr auch nicht fliegen. Aber wir gucken uns das mal an. Und wie heißt die Folge heute? Die heißt Vampirumhänge wäscht man nicht.